Ja, moin Leute, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist sehr, sehr windig. Wir sind wieder am Harz unterwegs und zwar an einem alten Bergwerk. Hier wurde früher Erz abgebaut. Allerdings hat sich herausgestellt, dass wir diesen Ort nicht betreten können. Weil, man sieht es bestimmt im Hintergrund, überall Schilder, Privatgrundstücken, das hast du hier alle paar Meter. Wohlgemerkt, wir sind heute mal wieder an Ort angefahren, der Urbex Elite-Karte, und das ist wieder ein Ort, was kein Lost Place mehr ist. Denn dieser Ort soll eine Paintball-Anlage werden und eine Campinganlage werden. So viel dazu, dass immer alles auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Also Leute, für euch, wir sind jetzt in Büchenberg, in der ehemaligen Erzbergmine und kein Lost Place mehr. Ja, sieht zwar alles kaputt und lost aus, ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder. Falls das der Eigentümer sehen sollte und dem das nicht gefällt, bitte eine Mail schicken, dann nehme ich das Video sofort wieder raus. Dennoch kann ich euch kurz was zu der Geschichte erzählen. Im Mittelalter wurde hier angefangen, Erz abzubauen. Das ging bis in die 1970er Jahre. Dann entschied sich hier die DDR dafür, diese Anlage dicht zu machen. Aus dem Grund, man hat früher im Osten aus der Sowjetunion besseres Erz bekommen. Daher wurde in den 70ern die Anlage stillgelegt und danach umgebaut zu einer Ferienanlage. Diese bis zum Tag der Wende erhalten blieb. 1990 wurde diese dann auch geschlossen. Seitdem sieht das hier so aus. Ja Leute, ich zeige euch jetzt nur noch ein paar Bilder von außen. Wie gesagt, Grüße gehen raus an den neuen Besitzer. Das ist eigentlich nur für den Besitzer. Ein bisschen Werbung für die Zukunft, wenn es mal eine Anlage wird. Und halt der Hinweis für andere, weil die Schilder, die hier so viele überall dran kleben, sind ja nicht ohne Grund hier. Einfach nur Kollegen, die das gleiche Hobby haben wie wir, das Urbexen, die schwarzen Schafe, werden hier wahrscheinlich trotzdem rauskriechen. Wir machen das nicht. Ihr wisst ja, wir gehen nur rein, wo wir reinkommen. Es waren jetzt zwar 2,5 Stunden Fahrt umsonst, aber der Harz ist groß, wir sind gerne im Harz und wir haben immer einen Notfallplan. In dem Sinne, Leute, kurz und schmerzlos, kurzes Video heute. Ja, ich laufe jetzt einmal um das Gelände rum, nimm mit, was ich mitnehmen kann, und wie gesagt, ich sag's euch nochmal, deshalb habe ich gesagt, wo es ist. Das ist ein Büchenberg. Ihr könnt gerne herfahren, denn hier hinter gibt es noch ein Schaubergwerk. Da kann man, glaube ich, für 10 Euro pro Person auch den Hund mit reinnehmen. Und 70 Minuten lang geht da denn eine Tour, wo man sich dann anschauen kann, wie früher hier das Erz abgetragen wurde. Wie gesagt, das Ding wurde hier in den 70er zugemacht. Danach war es eine FDGB-Heim vom VEB, keine Ahnung, Kalksteinwerk, glaube ich, hier in Elbingerode. Und ja, aber ich glaube, die Idee hier reinzugehen, wäre echt schlecht gewesen, weil ihr seht, so wie das hier aussieht, dieses Gebäude, so sehen alle aus. Ja, den letzten Stand, den ich habe, ist April 22. Da habe ich einen Beitrag gesehen, dass dieses Gelände angeblich öffentlich zugänglich ist. Also ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier schon abgesperrt ist. Ja, gut Leute, schaut euch die Bilder an. Trotzdem viel Spaß. Ihr wisst ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und für alle, die neu sind, wir sind Urbexer, das ist unser großes Hobby. Und dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert vor allem die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet jetzt das verstehen. Es ist windig wie Sau, das Wetter ist eklig. Wir haben es Ende Dezember, 10 Grad, nass. Gut, haut rein. Dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag bei einem anderen Lost Place.
Ja, Leute, ihr habt es ja selber gesehen. Hier sind überall Schilder und hier ist auch Kamera überwacht. Und das stimmt auch, hier sind überall Kameras versteckt, wenn man genau hinschaut. Und wenn ihr das hier da im Hintergrund seht, stehen noch Autos. Hier sind auch Leute auf dem Gelände. Deshalb nochmal, ich tue das eigentlich jetzt als Gefallen auch für den Besitzer. Wenn ihr herkommt, nicht drauf gehen. Macht den Scheiß nicht. Wie gesagt, da hinten, da sind Schilder, da geht ein Weg runter, da kann man dieses Besucherbergwerk besuchen. Das kann man machen, ist sehr interessant. Aber das, wie gesagt, ist kein Lost Place mehr. Ja, dieser Ort ist auf der Urbex-Elite-Karte versehen. Das war heute wieder ein Urbex-Elite-Kartenbesuch. Und die ganzen letzten Orte, die wir besucht haben, sind gar keine Lost Places mehr. Also die haben irgendeinen Nutzen. Die sehen zwar aus wie ein Lost Place, aber haben irgendeinen neuen Besitzer oder irgendeinen anderen Nutzen. Wie gesagt, hier soll eine Paintball-Anlage entstehen und ein Campingplatz. Das steht auch da auf dem Schild. Hier entsteht ein Paintball-Airsoft-Feld und Survival Camping, lalala. Eigentlich passt das ja zu dem Thema. Dieses Video ist das auch ungeschnitten. Ja, also ich bin jetzt wirklich immer abgelaufen, weil wenn wir schon hier sind, nehmen wir es natürlich trotzdem mit. Und so wie es ist, mit allen Fehlern, lade ich das jetzt auch hoch. Gut, Leute, in dem Sinne nochmal. Bis nächste Woche und hoffentlich bei etwas schönerem Wetter.